are the true artists. So let's get together, see what we can uncover. Hey Leute und willkommen endlich zu Persona 4, beziehungsweise Persona 4 Golden, weil es ist halt die besser gemachte Version mal wieder, wie bei Persona 5 eben. Oh nein, ich starte es wieder von neu. Nein, nein, ich will nicht nochmal das Intro. Nein, 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 hallo. Ich will nicht nochmal das Intro. Danke, okay. So, wir starten ein neues Spiel. Übrigens, ziemlich cool, dass jetzt alles auf Deutsch ist. Ja, macht das. Ein Rettungsauftrag erlaubt es Spielern, sich in einer Notlage zu helfen. Die Funktion ist zu Beginn des Spiels noch nicht verfügbar, sie werden im Verlauf der Story freigeschaltet. Alright. Bitte wähle ich wenig, bevor das Spiel startet. Oh Gott. Welcher hat keinen Anschluss auf die Story, also wähl die aus, mit der du dich am wohlsten fühlst. Würde ich sagen, einfach. Kämpfe sind einfacher als auf normal, also kein Grund zur Aufregung. Diese Runde ist es leichter als leicht. Die nächste Chance ist dann, wenn du nicht versteht, kannst du es zwar nochmal versuchen. Oh Gott, F. Ich überlege halt gerade, weil ich hatte es auf normal gespielt. Aber ich musste es dann irgendwann auf einfach setzen. Deswegen weiß ich jetzt halt gerade nicht. Aber ich will es halt auch nicht zu leicht haben. Das ist halt so wieder die Sache. Ich will es nicht zu leicht haben, aber dann am Ende gibt es irgendwie wieder so eine Bullshit-Szene. Und dann ist es wieder, da muss ich wieder hier die ganze Zeit nochmal neu anfangen. Habe ich halt auch gar keinen Bock drauf. Man kann es ja auch nicht während der Story ändern, ne? Ja, scheiß drauf. Doch, ich schaue ganz sicher, und viel Spaß mit dem Spiel. Ist das Spiel denn auf Japanisch? Vorsicht. Hä? Was habe ich denn gemacht? Warum ist es auf Japanisch? Das kann man bestimmt irgendwie umstellen. Dann werden wir das in dem nächsten Part mal umstellen. Warum ist es auf Japanisch? Ich habe nichts eingestellt, es war automatisch auf Japanisch. あなたには近くそうした未来が待ち受けているのやもしれませんな。どれ、まずはお名前を伺っておくといたしましょうか。
Ja, genau, jetzt ist hier wieder die Nachnamensache und sowas. Wo ich natürlich wieder gegoogelt habe, wie der richtige Name lautet, damit es einfach besser ist. Und zwar sein Nachname ist Narukami. So. Bin ich jetzt doof, wo ist das U? Ah, hier. Ja, das ist doch, warum ist das denn auf Japanisch? Hä? Okay, ja, Vorname, okay. Sein Vorname ist ganz einfach, ist einfach Yu. Ja. Yu Narukami. なるほど。では、あなたの未来について少し覗いてみるといたしましょう。占いは信用されますかな？常に同じにカードを操っておるはずが、まみえる結果はその都度変わる。まさに人生のようでございますが。おお、近い未来を示すのは塔の聖域。どうやら大きな災難を被られるようだ。そしてその先の未来を示しますのは。月の聖域、迷い、そして謎を示すカード、実に興味深い。あなたはこれから向かう地にて災いを被り、大きな謎を解くことを課せられるようだ。近くあなたは何らか契約を果たされ、再びこちらへおいでになることでしょう。今年、運命は節目にあり、もし謎が解かれねば、あなたの未来は閉ざされてしまうやもしれません。私の役目は、お客人がそうならぬよう、て。おっと、ご紹介が遅れましたな。こちらはマーガレット、同じくここの住人でございます。Ja, es ist auch ganz anders hier. Im fünften Teil sind jetzt ja zwei Wärterinnen. Also, keine Sorge, ich werde es wirklich auf Englisch ändern. Ich glaube, ich auch für euch einfach viel besser. てると思うが、3月いっぱいでこいつが転校することになった。ほら聞けお前ら、話終わってないぞ。しかもお相手は某テレビ局の美人アナ、山野真由美さん。
そろそろ出る？おお、そうだな。シリアラ、果たしてこの三角関係どう？おーい、こっちだ。おう、写真より男前だな。ようこそ稲橋へ。お前を預かることになってる堂島良太郎だ。お前のおふくろさんの弟だ。一応挨拶しておかなきゃな。おむつ替えたこともあるんだがな。こっちは娘の七子だ。俺、挨拶しろ。こんにちは。こいつ照れてんのか。いて。さて、じゃあ行くか。車こっちだ。ねえ、落ちたよこれ。別に拾っただけだから。Ist der Zettel, auf dem du dir Dojimas Adresse notiert hast? Oi! Ihr steigt ein, um zu Dojimas Haus zu fahren. Inaba Shoppingviertel, Tankstelle. Nassase! Toilette, ich tue dir hier sogar. Oko, Hidalida. Hidalida, wacker. Oh, hast du Motana, ich hole. Wacker, Deba.どこかお出かけで？いや、こいつを迎えに来ただけだ。都会から今日起こしてきてな。都会からすか。ついでに満タン頼む。ああ、レギュラーでな。はい、ありがとうございます。一服してくるか。君、高校生？都会から来ると、なんもなくてびっくりしちゃう。実際退屈すると思うよ。高校の頃つったら友達ん家行くとかバイトくらいだから。でさ、うち今バイト募集してんだ。ぜひ考えといてよ。学生でも大丈夫だから。おっと、仕事しないと。ナナコ sieht dich an。車酔い？具合悪いみたい。Vielleicht die Erschöpfung nach der langen Reise. Jetzt merkst du, dass dir schwindelig ist. どうした？大丈夫か？長旅だったろうからな。まあ、無理もねえさ。散歩がてらその辺でも見てきたらどうだ？戻ったら声かけてくれりゃいい。Ich meinte hier, warum gehst du nicht an die frische Luft? Das Shoppingviertel liegt in der Nähe, also sieh dir ruhig an, wo all die Läden sind.
Prüfe den blauen Schmetterling, um deinen Fortschritt zu speichern. Die Musik ist voll cool. Ich hab gespeichert, oder? Dann würde ich sagen, wie komme ich ins Menü? So. Hey, kann man die Schwierigkeit anpassen, oder wie? Hey, erlittener Schaden? Klein? Warte mal, was? Versuch mit dem Kämpfen? Okay. Wie viel der Schaden groß? Hä? Was ist das denn alles? Kann man hier einfach einstellen, was man hier alles... Hä? Warte mal, wie weird. Erlittener Schaden. Aber normal. Zugefügter Schaden, normal. Herhalten. Keine Ahnung. Suche in Dungeon. Suche in Kämpfen. Was ist das denn? Nein, da kannst du nicht. Ja, okay, gut, das können wir machen. Ey, das fehlt. Das ist ja schon viel zu einfach. Warte, zurück zum. Aber warte mal, ich werde erstmal kurz. Nochmal speichern. Die Textsprache einstellen wurde zu Ende. Dass der Name des Hauptcharakters auf Yunako und Namen kam zurückgesetzt. Wenn du deinen ursprünglichen Namen behalten willst, musst du die Textsprache einstellen. Gut. Du hast den Namen also gar nicht verändert, weil ich den Namen ja schon hatte. Okay. Gut, zurück zum Titelbildschirm. Weil wir müssen. Aber warte mal, Einstellungen? Kann man es hier schon einstellen? Das haben die... Oh, sehr gut. Das ist. Ja, sehr gut. Was? Nein! Immer. Achso, bestätigen, okay. So, okay. Sehr gut. Okay, wir haben es jetzt auf Englisch. Wunderbar, wunderbar. Klappt doch. Mach mal Spaß. Die Musik ist voll toll. Ich mag die. Sind wir uns schon mal begegnet? Was ist denn da? Ich sehe die zum ersten Mal. Ah, okay. Das Mädchen denkt nach. Mist, der nächste Bus kommt noch lange nicht. Und wenn man den Bus mal verpasst, schaut man in die Röhre. Wenn ich ein Motorrad hätte, könnte ich immer überall hinfahren, wann ich will und wohin ich will. Wie viel die wohl kosten? Vielleicht kann ich mir eins kaufen. Das ist der Buchladen. Das ist ziemlich leer. Ein grimmiger Mann schlägt hinten im Laden entschlossen auf irgendwas ein. Du gehst lieber nicht rein. Das ist der Nahukyo Tofu Shop. Eine alte Frau arbeitet im Laden. Hey, weißt du, wo mein Essen ist? Ich hab's in den Kühlschrank getan, aber da ist es nicht mehr. Oh, das habe ich gerade gegessen. Ich dachte, das war übrig. Was? Nein, das war nicht übrig. Ich hab's mir extra aufgehoben. Ach so, echt? Tut mir leid. Also, ich gehe mal arbeiten. Bis dann. Was? Ich habe mich voll darauf gefreut. Die Geschwister streiten sich. Lass sie lieber in Ruhe. In den Regalen stehen verschiedene Artikel. Am Schalter sitzt eine freundlich blickende alte Dame. Wieso kann man denn nicht rein? Geht das einfach noch nicht? Wird jemand wartet auf mich. Ich sollte es besser nicht so weit gehen. Ich mag den Laden richtig super. Umreichend schon praktisch gleichzeitig. Ein sehr empfehlendes Gleichgewicht. Genauso habe ich mir das Landleben vorgestellt. Wie geht's dir? Magst du wieder einsteigen? Ja, komm. Okay, fahren wir. Während Events kannst du das Questlog aufrufen oder das Event überschreiben. Okay, gut, das wissen wir. Also einfach Questlog ist quasi einfach, dass man nochmal sieht, was gesagt wurde. Ihr seid bei Dojima angekommen. Dies ist jetzt ein Jahr lang dein Zuhause. Es geht immer ein Jahr, ne? Diese Persona-Spiele. Also, ja, im Spiel natürlich. Alright, let's have a toast. So, your mom and dad are busy as always. They're working overseas, was it? I know it's only for a year, but getting stuck in a place like this because of your parents? That's rough being a kid. Well, it's just me and Nanako here. So it'll be nice having someone like you around. So long as you're here, you're part of the family. So make yourself at home. Come on,
There's no need to be so formal. Look, you're making Nanako all tense. Well, anyway, let's eat. Oh, who's calling at this hour? Dojima speaking. Mm-hmm. Yeah? I see. So where is it? Uh-huh. All right, I'm on my way. Looks like I made the right choice to skip the booze. Sorry, but I gotta go take care of some business. Go ahead and eat without me. I don't know how late I'll be. Nanako, you help him out, okay? Okay. Nanako, it's raining out. What did you do with the laundry? I already brought it in. All right. Well, I'm off. Das Geräusch dazu gehen in Eingangstür. Wahrscheinlich ist das Auto zerstartet. Boom. For this week. Next, let's take a look at the hourly breakdown of tomorrow's weather. With storm clouds moving in from the west, expect rain throughout the day tomorrow in most areas. Let's eat. Du bist mit Nanako alleine. Vielleicht solltest du dann eine Unterhaltung anfangen. Das ist Fall ist sicher hart für dich. Nein, warum ist es sicher hart für dich? Was arbeitet dein Vater? He investigates stuff. Like crime scenes. Oh, was? My dad's a detective. And now for the local news. City Council Secretary Taro Namatame is under fire for an alleged relationship with a female reporter. His wife, Enka ballad sensation Misuzu Hiragi, revealed to this station that she will likely pursue damages. In response, iTelevision has decided to cancel all of announcer Mayumi Yamano's televised appearances. Until allegations of an affair with Mr. Namatame are resolved, she'll remain off the air and out of the public eye. This is boring. At Tunis, every day is Customer Appreciation Day. Come see for yourself and get in touch with our products. Every day's great at your Tunis. Every day's great at your Tunis. Aren't you going to eat? Über den Kalender im Wohnzimmer kannst du das Spiel spielen. Ah, da auch, okay. Ja gut, Leute, ich würde sagen, machen wir im nächsten Mal weiter bei Persona 4 Golden und ciao.